Ihr seid Schafe. Ihr lauft nur hinterher, stumm. Mann, das ist doch komplett konstruiert und aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist so einfach, so etwas zu diskreditieren. Aber ich sag euch was. Ihr glaubt nur, was ihr glauben wollt. Thema Verschwörungstheorien. Oh, sorry. Jetzt klingelt das Telefon, ja. Ist das ein Zeichen? Okay. Digga, was machst du da schon wieder? Willst du wieder irgendeinen Kack aufdecken oder was? Hier ISIS-Shirt 2.0? Nee, Mann, ich geb mir einfach mal ein paar andere Rap-Formate bzw. Verschwörungsformate, Alter. Was war mit den Aliens? Wie ist das mit den Pyramiden? Mondlandung? Und was ist wirklich in der Antarktis, Alter? Ich schätze, in der Antarktis ist vor allem Eis. Also das meiste von diesen Verschwörungstheorien ist so alle Bullshit. Also nicht alles ist da Bullshit, was du da hörst. Ich kann dir mal ein paar YouTube-Channel zeigen. Da wird mal was erzählt, du. Irgendwelche bekifften Hiopies, Alter, die sich irgendwann in ihrer Kifferbude zusammenmuckeln, auf YouTube stellen und meinen, sie hätten die Welt verstanden. Nee, danke, Alter. Ich geb mir lieber mal die Trends. Boah, Junge, Ferro, Mero, Enno, Capital Bra, YouTube ist voll mit Rap, Alter. Hast du Flair nicht zugehört, oder was? Die ganzen Klicks sind alle gekauft, Mann. Was für gekauft, Alter? Hip-Hop ist die größte Jugendkultur, die wir haben. Was meinst du, warum Capital Bra erfolgreicher ist als die Beatles? Ja, die Beatles, Alter. Die Beatles hatten auch keinen Baba. Kein Baba. Stimmt. Es waren Paul, John, Ringo und George. Stimmt es, was Flair sagt? Dass Klicks gekauft werden? Und wieso schmeckt mein Kaffee so scheiße? Ich kann an nichts anderes denken. Irgendwie muss ich das ergründen. Aber wie? So Leute, letztes Tor entscheidet. 10-10, alles oder nix? Alles oder nix? Alles oder nix? Alles oder nix? Das ist es. Alles oder nix. Alles oder nix. Alles oder nix, denn anders geht es nicht. Ich sag alles oder nix. Alles oder nix. Denn alles oder nix, nimm dich alles oder nix. Ich sag alles oder nix. So, liebe Leute, schön, dass ihr so spät am Abend noch Zeit habt. Ich habe, während ihr natürlich Basketball gespielt habt und euer Leben genießt, ziemlich gegrübelt. Und mir ist einiges klar geworden. Es geht heute um nichts Geringeres als um die Klicks aus Gold. Es geht um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit bezüglich des Goldraubs von Khatar. Khatar, dieser Mann, Bonner Gangster-Rapper, überfiel 2010 einen Goldtransporter und erbeutete Schmuck und Zahngold im Wert von mehreren Millionen Euro. Diese Beute wurde, wie das Qualitätsmedium Express getitelt hat, nie gefunden. Beute weg, heißt es hier. Das hat der Express geschrieben, das stimmt. Straßenrapper Ferro trägt auf diesem Bild eine Uhr. Diese Uhr zeigt 8:45. 9 Jahre nach diesem Goldraub sprießen auf YouTube in den Trends Gangster und Straßenrapper aus dem Boden. Ferro, Mero, Enno und ganz vorne Capital Bra. Fällt euch irgendwas auf? Habt ihr euch nie gefragt, woher das Geld kommt, mit dem Enno telefoniert? All diese Rapper haben eine direkte Beziehung zu wem? Zu Khatar, Leute. Mann, ist das so schwer. Du willst also sagen, dass diese ganzen Rapper mit dem Geld von Khatars Goldraub ihre Klicks kaufen? Hast du dafür irgendwelche Beweise, Quellen, Zahlen, Fakten? Das klingt für mich nach einer Verschwörungstheorie. Nee, komm, Hubi, mach mal weiter. Dankeschön, Tim. Es ist alles so offensichtlich, Leute. Ihr müsst einfach mal die Augen aufmachen und tiefer graben und nicht nur an der Oberfläche kratzen, wie es all die anderen tun. Und ich bin Khatar-Fan und pumpe jeden Morgen seine Lieder, um mir das Selbstbewusstsein für den kommenden Tag abzuholen. Und ich habe Germanistik studiert. Dementsprechend weiß ich, wie wichtig es ist, die Texte von Künstlern auseinanderzunehmen. Nehmen wir jetzt diesen folgenden Text, Khatar, meine Welt. Geschrieben im Gefängnis. Im Gefängnis. Nach dem Goldraub schreibt er den Text, meine Welt, in dem es explizit heißt, Brüder finden bei mir Para. Also für mich ist das schon sehr offensichtlich. Aber es wird noch krasser.
5 Jahre später erscheint das Album, das Nummer 1 Album, Baba Alla Babas, das Khatar in Freiheit veröffentlicht hat. Wie kam Khatar aus dem Gefängnis? Wie kam Khatar aus dem Gefängnis? In seinem Mantel. In seinem Mantel. Der implizite Erzähler zeigt uns also explizit, wie wichtig der Mantel ist bei diesem Künstler. Schauen wir uns also an. Khatar, mein Mantel. Und in dem heißt es explizit, ich unterstütze Rapper mit Cash. Mann, das ist doch komplett konstruiert und aus dem Zusammenhang gerissen. Verschwörungstheorie. Das sagt ihr nur, um mich mundtot zu machen und meine Theorie einfach in das Reich der Fabeln zu verweisen. Ihr seid Schafe, ihr lauft nur hinterher, stumm. Und ich will keine Schafe in meiner Redaktion. Mann, Hubi, das ist so kurz gedacht. Ich habe Angela Merkel auch noch nie gesehen und trotzdem weiß ich, dass sie kein Reptiloid ist. Sicher? Ist sie das wirklich nicht? Was glaubt ihr? Ist die Theorie über die Klicks aus Gold wahr? Oder ist diese Geschichte frei erfunden? Postet es in die Kommentare. Genau wie eure Lieblingsverschwörungstheorien und was ihr von Verschwörungstheorien im Hip-Hop haltet. Bis dahin, abonniert diesen Kanal. Bis bald.